Ich sammle gern verschiedene Dinge, von Büchern bis zu Knöpfen. Und ich sammle Geschichten im Kopf, von Menschen, die mir was erzählen. Manchmal profitiere ich davon, wenn ich eine besondere Figur spielen muss. Marie Gruber. Sie sei nicht so abendkleidkompatibel und wolle einfach nur spielen, sagte sie einmal. Sich nicht um des Zeigens willen präsentieren. Der Preis dafür ist, dass ich für viele immer die Mutti mit Kittelschürze bin. Ich würde erst mal das War mit einem Ist austauschen und würde sagen, Marie Gruber ist wunderbar. Wenn so mich jemand fragt, wer ist dein Vorbild im Spielerischen und als Mensch und so, ist es Marie, tatsächlich. Diese Verschmitztheit, diese Direktheit, ne? Also so, das war schon, also das musstest du schon aushalten können. Aber ich habe es gerne ausgehalten, sehr gerne, weil einfach so viel Herzlichkeit dabei war, so viel Wissen. Jacqueline, sag mal, du spinnst wohl. Die bleibt an und kommt mit, sonst könnt ihr alleine fahren. Naja, wirst schon sehen, was der Babette sagt. Das war am Vorabend zum Drehstart von Gutrabigo. Und wir trafen uns im Hotel, um mal so zu gucken, so Mutter, Vater, Kind, ne? Wie fühlt sich das an? Und guckten uns an und haben gefeixt und haben gesagt, ja, echt, können uns das gut vorstellen, eine Familie zu sein. Riechst du was, Rita? Nee, wieso? Keine Kohle, kein Staub, kein Dreck, nicht. Überhaupt nicht. Es ist ein bisschen so wie am Nauendorfer See. Die hat mich immer ein bisschen bei der Hand genommen. Also berufstechnisch und aber auch privat. Ich erinnere mich da an eine Nacht, wo ich da war echt so eine Krise. Da waren wir in Italien und ich hatte Heimweh und ich hatte Liebeskummer. Und es war alles zu viel. Und ich habe herzzerreißend geheult. Und dann ist, ja, die hört, die heult und ist so vertoren und hat gesagt, oh mein, was ist denn los? Ja, was ist denn? Hat mich in den Arm genommen, getröstet und gestreichelt, wie eine Mutter. Dann habe ich ihr alles erzählt. Und, ach komm, du bist doch dumm, du Dumme, du Dumme. Hat sie gerne gesagt, du Dumme. Also, das war echt schön. Du als Co-Pilot beim Papa auf dem Schleiter sitzt, hä? Dumme. Ich konnte ihr alles sagen, sie hat sich sofort reingedacht. Hat zugehört, hat mich aufgefangen, auch mit viel Humor und auch mit diesem, ja, komm, jetzt sag hier, Scheiße, jetzt hier mach, nee, das ist doch was, die blöden Wichser, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass die das und das mit dir machen oder wie sie dann so ist, ne? Und hat mich da aufgefangen, einfach. Bei Gutrabigo war ich im Drehzeitraum krank, richtig krank. Und ich hätte nicht tanzen dürfen auf dem Steg. Also weil ich körperlich einfach noch gar nicht in der Verfassung war. Und ich bin aber auch so ein Erfüllungsschauspieler und habe das dann gemacht. Und Marie ist zum Produzenten und zum Producer und hat die richtig unangespitzt in den Boden gehabt. Und das war sehr mutig, weil das ist ja auch ihre Karriere gewesen, also ihr Karrierebeginn. Und sie hat tatsächlich schwarze Punkte auf ihrer Liste bekommen, auf der Besetzungsliste dadurch. Das hat ihr, wir haben auch darüber gesprochen oft, weil mir das auch so leid hat, das wollte ich nicht. Ich wollte auch nicht diese Last mit mir rumtragen, du hast wegen mir jetzt vielleicht keine Arbeit. Und sie hat gesagt, das ist komplett in Ordnung, das hält sie nie aus, sowas, das lässt sie nicht durchgehen und das geht auf gar keinen Fall. Meinst du, ich wäre nicht lieber auch die lustige, großzügige Uschi, die immer für jeden Zeit hat? Bist du doch. Nein, das bin ich nicht. Ich bin diejenige, die am Ende des Jahres in der Verwaltung für 100 Euro betteln muss. Für neue Toilettensätze. Ich habe mich oft geärgert, dass sie nur die kleinen Nebenrollen bekommen hat. Aber die Regisseure oder die Produzenten, die sie besetzt haben, in diesen kleinen Nebenrollen wussten immer, dass es war egal, wie groß diese Rolle war und wer oder was und woher, was für eine Geschichte das ist. Wenn Marie die bekommen hat, dann hat die eine große Rolle daraus gemacht. Die war immer nah, die war immer da. Das ist eine große Kunst. Ah,
Dann hat sie in diesem Film gespielt, wo sie dann eine Frau gespielt hat, die einen Schlaganfall bekommen hat. Und da habe ich gesagt, wie hast du das gemacht mit dem Schlaganfall? Und sie hat gesagt, ach, da gibt es so schöne Geschichten. Eine Geschichte zum Beispiel ist, dass Maskenbildnerin, ganz liebes Mädchen, hat die auch immer alle gleich unter ihre Fittiche genommen. Habe ich dann gesagt, nee, du musst nicht für mich machen, aber wenn du kurz vorm Drehen zu mir kommst und hier ist die Seite, wo es runterhängen muss, und dann streichst du mir mit den Händen so ein bisschen hier, und dann gehe ich dann mit der Hand und lass es. Hier, lass so hängen. Gut. Hängen. Wollen Sie Ihrer Freundin nicht mal helfen, Herr Marquand? Okay. Entschuldigung. Sie. Ist weit? Hm? Ja. Heul. Su. See. Du mich auch. Na bitte, geht doch. Da kann man sich auch was abgucken. Das hat sie auf so eine wunderbar ehrliche und echte Art gemacht. Und da hat das natürlich sehr geholfen, dass sie so ein naher Mensch ist. Ne? Was machen Sie denn da? Um mit Brecht zu sprechen? Ich bereite meinen nächsten Irrtum vor. Sie und Irrtum? Ja, mein Irrtum ist es, geglaubt zu haben, ich könnte jetzt ins Theater gehen. Aha, deshalb haben Sie sich so aufgebrezelt, ja? Gefällt Ihnen nicht? Wir haben ein Lied nachgesungen im Studio von Rosenstolz. Das ist ein Lied für Marie. Das ist sehr schön. Ich muss da immer sehr an Sie denken, wenn ich das... Wenn ich das höre. Ich kann einen Herzschlag hören. Keiner wird uns zerstören. Wir sind am Leben. Wir sind am Leben. Und das bleibt einfach. Das ist ja dieses Schöne, es ist nicht Marie war, sondern Marie ist tatsächlich.